Als Professor Matschel hat uns vor dem Hintergrund des Juni-Hochwassers im Juli 2013 angefragt hatte, haben wir den Vortrag gerne angenommen. Ich möchte zu einem Lieblingsthema von mir, die integrale Talsperrenbewirtschaftung, etwas erzählen. Was ist das? Das ist die Kombination zwischen Mengen- und Gütebewirtschaftung von Talsperren. Und im Fokus des Vortrages wird der Umgang mit Extremereignissen, hier dem Hochwasser stehen, und dort die Minimierung auf die negativen Auswirkungen von Hochwässern auf die Wassergütebewirtschaftung. Auch wir sind, wie der Staatsbetrieb Sachsenforst, ein Betroffener. Das heißt, wir müssen mit eventuellen Folgen des Klimawandels umgehen können. Wir haben aber auch unsere eigenen Beobachtungen. Und hier sehen Sie einmal für uns wichtige Zeiten in der Gütebewirtschaftung, den Tag des Eisaufbruches. Den Tag des Eisaufbruches und den Tag der Sommerstagnation. Also der Tag, an dem die Talsperre geschichtet ist, da haben wir oben das warme Wasser und unten das kalte, klare Wasser. Das ist das Wasser in den Trinkwassertalsperren, wo wir dann den ganzen Sommer über zehren in der Rohwasserbereitstellung an die Wasserwerke. Und Sie sehen hier in der statistischen Aufarbeitung der Werte seit 1970, dass es einen klaren Bruch gibt in dem Zeitraum 1989 bis 1991. Ab diesem Zeitraum fand der Eisaufbruch immer eher statt und auch der Tag der Sommerstagnation. Nun hat dieser Umbruch nicht mit der politischen Wende zu tun, wie vielleicht einige vermuten werden, sondern diese Folie deckt sich eigentlich wunderbar mit den Folien, die wir in den letzten beiden Jahren gesehen haben, wo 1990, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre ja die Temperatur extrem hochging. Zur geografischen Einordnung, die Talsperre Sosa liegt so bei 640 Meter über den N, die Talsperre Seinbach so bei 440 Meter über den N. Soweit zur Vorbemerkung. Lassen Sie mich ganz kurz die Aufgaben der Landestalsperrenverwaltung vorstellen. Dann komme ich, wie gesagt, auf die integrale Bewirtschaftung zu sprechen, nämlich zum Thema Hochwasser versus Trockenheit. Wird das Spannungsfeld zukünftig noch größer, wie die Prognosen der Klimamodelle zu erwarten lassen? Und wie bereitet sich die LTV in ihrer Talsperrenbewirtschaftung auf die Folgen der prognostizierten Auswirkungen des Klimawandels vor? Ich ziehe dann einen kurzen Schluss, bevor ich zu einem zweiten Teil komme, wo ich speziell auf das Reklamprojekt eingehe. Soweit erstmal zur Vorstellung. Die Landestalsperrenverwaltung wurde 1992 als Staatsbetrieb gegründet, wie der Staatsbetrieb Sachsenforst auch. Wir sind unterstehen direkt dem Umweltministerium. Wir haben hoheitliche Aufgaben, die im Sächsischen Wassergesetz festgelegt sind. Und diese umfassen die Bereiche Hochwasserschutz und Gewässerunterhaltung. Die Rohwasserbereitstellung ist in dieser Folie ein Lapsus. Die Rohwasserbereitstellung ist im Sächsischen Wassergesetz so nicht aufgeführt. Aber wir planen, bauen und betreiben die Standgewässer im Freistaat Sachsen. Dazu kommen 3000 Kilometer Fließgewässer der ersten Ordnung, auch aus dem Sächsischen Wassergesetz. Seit 1994 machen wir dies. Die 300 Kilometer Grenzgewässer zu Tschechien und Polen und 650 Kilometer Hochwasserschutzdeiche. Zählt man alle Vorsperren, Hochwasserrückhaltebecken, Vorbecken und Stauanlagen zusammen, so haben wir einen Bestand von rund 140 Stauanlagen, 600 Millionen Kubikmeter bewirtschaftbaren Gesamtstauraum. Und darunter sind 23 Trinkwassertalsperren, die halt das Rohwasser für die Zweckverbände, den Wasserwerken zur Verfügung stellen. Nun, Klimaprojektionen haben wir in den letzten beiden Tagen einiges gehört. Wir gehen davon aus, die Temperaturen steigen, die Verdunstung nimmt zu, die Niederschläge nehmen teilweise ab. Es gibt Differenzen zwischen Ost- und Westsachsen und zwischen Winter und Sommer. Die Extreme nehmen sie zu, es wird diskutiert über die physikalischen Zusammenhänge, ist dies wahrscheinlich, aber aus den Klimamodellen ja nicht direkt ableitbar. Fazit, wir müssen uns also einstellen auf längere und extreme Trockenperioden, häufige Starkregenereignisse, wärmere Winter und dadurch natürlich summa summarum auf Güteprobleme durch die oben genannten Effekte.
vielleicht für die Nicht-Sachsen, 40% des Trinkwassers wird in Sachsen im Durchschnitt aus Talsperren den Wasserwerken zur Verfügung gestellt. Regional, wie hier in der Landsektion Chemnitz, können das bis zu 70% sein. Also die Frage, wird das Spannungsfeld der Talsperrenbewirtschaftung zukünftig noch größer? Bevor ich diese Frage beantworte, lassen Sie mich einen kurzen Schritt zurück machen und fragen, wozu sind denn Talsperren überhaupt da? Sie wurden seit jeher für die Wasserversorgung, Trinkwasser und Industriewasser gebaut. Sie haben Wasser gesammelt und für den Hochwasserschutz. Diese beiden Säulen waren schon von jeher beim Bau der Talsperren mit verankert. 1894 ist unsere älteste Trinkwassertalsperre im Bereich von Chemnitz, die Talsperre Einsiedel. Es kommen dann noch Niedrigwasseraufhöhung, Energiegewinnung und neuerdings Naturschutz, Erholung und so weiter hinzu. Das heißt, es sind wasserwirtschaftliche Anlagen, die von jeher überregionale Bedeutung und multifunktionale Nutzung hatten. Und die Talsperren wurden genau hier in Sachsen für diesen Zweck gesammelt, in den Gebieten Erzgebirge, die keine sehr großen Grundwasservorkommen haben, das Wasser zu sammeln, um es dann zur Verfügung zu stellen. Wenn so viele Leute um eine Talsperre herumsitzen, gibt es natürlich Interessenkonflikte. Und einen Interessenkonflikt haben wir auch intern in der LTV bei der Bewirtschaftung von Talsperren. Es steht nämlich ein massiver Interessenkonflikt zwischen dem Hochwasserschutz und der Trinkwasserversorgung. Warum? Ganz plakativ gesagt, eine leere Talsperre bietet den besten Hochwasserschutz, aber ich kann keine Niedrigwasseraufhöhung und auch kein Trinkwasser mehr zur Verfügung stellen. Und die Abwägung zwischen Hochwasserschutz und Rohwasserbereitstellung hatten wir schon 2003 diskutiert, im Nachgang des Hochwassers 2002. Dort wurden alle Hochwasserschutzräume erweitert, mit prognostizierten negativen Auswirkungen auch auf die Wassergütebewirtschaftung, auf die Rohwassergüte. Und da kam es auch zu einer Ertüchtigung der Wasserwerke im Freistaat Sachsen. Also dieses Spannungsfeld ist damals vom Dr. Sieber, dem heutigen Geschäftsführer der LTV, damals schön grafisch dargestellt, überall publiziert worden und stammt aus dem Jahre 2003. Lassen Sie mich zur Frage zurückkommen, wird das Spannungsfeld also zukünftig noch größer? Und da muss man sagen, diese Frage kann nicht genau beantwortet werden. Warum? Es gibt, wie wir gesehen haben, eine Vielzahl an Modellen. Klimamodelle liefern in ihrem Output eine große Spannweite an Ergebnissen und sie haben auch verschiedene Missionsszenarien. Der Konsens der Wissenschaftlichen ist, dass eine Erwärmung unter 1,8 Grad unwahrscheinlich ist, aber über 6 Grad nicht auszuschließen ist. So. Wir befinden uns hier im Jahr 2010 auf der roten Linie. Das heißt, wir haben noch ein paar Jahre Zeit und dann wird sich entscheiden, welche Klimamodelle das Rennen machen. Und wie bereitet sich jetzt, werden die Probleme beim Sachsenfort gehört, also wo gehen wir hin? Ne? Bleiben wir hier im moderaten Bereich oder wandern wir wirklich ins Extreme? Wie bereitet sich die LTV vor diesem Hintergrund in ihrer Talsperrenbewirtschaftung also vor? Ein kurzer Schritt zurück, wir kommen zu einem Grundmodell einer Talsperre. Die besteht aus einer Mauer, einem Grundablass, einem Betriebsauslass, meinetwegen für die Industriewasserversorgung und einem Überlauf. Sie hat bestimmte Stauräume, das ist erstmal der Reservestauraum, der auf jeden Fall zur Verfügung stehen muss, auch für die Niedrigwasseraufhöhung. Dann haben wir einen bewirtschaftbaren Betriebsraum bis zu einem Stauziel und darüber setzt der gewöhnliche Hochwasserschutzraum ein, der bis zum Überlauf geht. Wenn die Talsperre überläuft, sieht das so aus. Hier die Talsperre Eibenstock, unsere größte Trinkwassertalsperre, das war 2002, 2013 genauso. Der Überlauf einer Talsperre ist keine Katastrophe, es ist ein, ich sage mal nicht normaler, aber ein eingeplanter Bewirtschaftungsfall. Und auch wenn eine Talsperre überläuft, hat sie noch eine Retentionswirkung. Sie kann noch Hochwasser zurückhalten. Wir sprechen da vom außergewöhnlichen Hochwasserschutzraum. Nun, eine solche Talsperre kann entlastet werden, der Hochwasserschutzraum, über den Grundablass. Und das ist für eine Mengenbewirtschaftung vollkommen ausreichend. Es befriedigt die Anforderungen an den Hochwasserschutz, an die Niedrigwasseraufhöhung und meinetwegen auch an
Brauchwasserindustrie, aber sie befriedigt nicht die Anforderungen an Trinkwasser. Warum? Talsperre Lichtenberg im Juni 2013, wir sehen, wie die Trübung des Juni-Hochwassers sich hier eingeschichtet hat. Die unteren Rohwasserentnahmen ans Wasserwerk waren noch unbeeinflusst. Dann musste dieser Hochwasserschutzraum in möglichst kurzer Zeit freigefahren werden, weil sich wieder erneute Niederschläge ankündigten. Lichtenberg verfügt über keine weiteren Einrichtungen, ich komme gleich darauf zu sprechen. Und was passiert, wenn wir die Talsperre über den Grundablass freifahren? Wir ziehen die gesamte Trübung über die gesamte Talsperre runter. Das konnten wir machen, weil die Talsperre Lichtenberg, das Wasserwerk Lichtenberg aus einer Umgehungsleitung versorgt werden konnte. Die Talsperre Lichtenberg ging für ein paar Tage außer Betrieb, bis sich alles wieder ein wenig geruhigt hat. Aber das als Beispiel dafür, wenn man nur den Grundablass zur Verfügung hat. Ja, und so kam es auch. Diesmal hatte die Wetterprognosen recht gehabt. Am 9.6. fielen bis zu 80 Liter pro Quadratmeter im Einzugsgebiet der Talsperre Lehnmühle. Es kam zu Hagel, zu Schnee, das ist also vom 9.6. Was passierte mit der Wassergüte? Nun, den ersten Einbruch hatte ich schon gezeigt gehabt, das ist unsere Trübung, die haben wir bis nach unten gezogen, hier sind die Rohwasserentnahmehöhen, die Striche, und hier mal aufgeführt die koloniebildenden Einheiten, also die Bakteriologie, die natürlich ebenfalls mit nach unten gezogen wird und wo das Wasserwerk erhebliche Schwierigkeiten bekommen wird. Das hat sich dann gesetzt und am 14.06., am 9.06. waren die erneuten Einschläge, haben wir gesehen, kommt es hier wieder zu einem Trübungsanstieg. Und die Bakteriologie hat sich hiermit eigentlich vergleichmäßig gehabt. Wenige Tage später, nachdem das alles sich beruhigt hatte, konnte die Talsperre auch wieder ans Netz gehen. Nun, wir bräuchten also für die Gütebewirtschaftung einer Talsperre mehr als nur die eine andere Möglichkeit. Wir brauchen ein erweitertes Modell, bestehend aus einer, ich sag mal, im Optimalfall bewirtschaftbaren Vorsperre, mehreren Nahmemöglichkeiten, epilimnischen Abgabemöglichkeiten, sprich Abgabe von Oberflächenwasser und eventuell Umleitungen und das Ganze ergänzt durch automatische Überwachungsmöglichkeiten, sozusagen der Mercedes einer Talsperre oder wie wir hier in Sachsen oder Dresden sagen müssen, der Phaeton einer Talsperre. Ein Beispiel für so einen Phaeton ist die Talsperre Klingenberg, ich hatte sie auf der Eingangsfolie schon gezeigt. Was ich hier zeigen möchte, ist die Umleitung aus der Vorsperre um die gesamte Talsperre herum. Wir sehen hier die Vorsperre, die wurde etwas größer gebaut, während die Talsperre Klingenberg komplett saniert wurde und leer war. Dann wurde die Drehwag, das Wasserwerk Koschwitz für Dresden, wurde aus dieser Vorsperre versorgt. die Talsperre Klingenberg ist mittlerweile saniert worden. Das Wasserwerk Koschwitz wird aus der Talsperre, aus der Hauptsperre versorgt. Die Vorsperre wäre jetzt zu groß und deshalb hatte man schon vorgedacht, man hatte hier einen Schütz eingebaut. Also die Vorsperre ist jetzt nur bis hier gefüllt. Sie kann aber, und das ist der Phaeton, im Fall von Trübungsstößen aus dem Einzugsgebiet, kann man diesen Schütz runterfahren, erstmal Wasser auffangen, das sedimentiert ab und ich kann die ganze alles, was aus dem Einzugsgebiet kommt, könnte ich auch hier über einen Umgehungsstollen um die gesamte Talsperre herumleiten. Der sieht so aus. Der ist nicht so ein großes Glück, hat die Gütebewirtschaftung dann auch nicht nur aus Gütebewirtschaftungsgründen gebaut worden, sondern vor allem für den Hochwasserschutz. Denn nach 2002 sind neue Modelle auch ins Rennen gekommen. Die Talsperren müssen ein 10.000-jähriges Hochwasser abführen können nach den neuen DIN. Und man brauchte einfach die vorhandene Hochwasserentlassungsanlage wurde zwar saniert und auch ein bisschen erhöht, sie schafft aber für die Anlagensicherheit nicht, das gesamte Hochwasser abzuführen. Und so hatte man schon mit Sanierung der Talsperre diesen Umlaufstollen gebaut, der jetzt aber für die Gütebewirtschaftung eine wahre Fundgrube ist. Jetzt mal an einem Beispiel. Eine andere Möglichkeit ist, das Wasser oben abzuführen. Warum?
Wie gesagt, wir haben jetzt hier eine Geschichte der Talsperre, im Sommer oben warm, unten kalt. Das ist hier das wichtige Wasser für die Wasserwerke. Hier ist unsere Rohwasserabgabe. Und wenn jetzt eine Trübungswolke kommt, schichtet sie sich der Temperatur- und der Dichtegradient in den metalimnischen Bereich ein, spreizt sich an der Mauer auf. Wir haben hier oben trübe Verhältnisse mit Bakteriologie, mit was alles mitkommt aus dem Einzugsgebiet. Und jetzt wäre schön, wenn man dieses Wasser, um den Hochwasserschutzraum freifahren zu können, hier oben einfach abgibt. Das ist ein Bild der Talsperre Seidenbach. Die läuft nicht über die Hochwasserentlassung, die läuft über einen speziell dafür gebauten und rechtzeitig zum Hochwasser 2013 fertiggestellten Schütz. Das ist die Wasserseite, das ist die Luftseite. Dieser Schütz kann sozusagen den Hochwasserschutzraum freifahren, sodass ich gar nicht in die Bedrulle komme, das trübe Wasser nach unten ziehen zu müssen. Und wie das funktioniert, sieht man hier in der Talsperre Eibenstock. Sie sehen, ich springe zwischen den Talsperren hin und her ein wenig, aber ich möchte grundlegende Prinzipien auf möglichst viele Talsperren auch verteilen. Und Talsperre Eibenstock habe ich deshalb gewählt, weil hier auch 2002 schon eine vergleichbare Grafik vorlag, die auch schon publiziert worden ist. Also auch hier sehen Sie es sehr schön, die Trübung ist hier oben, konnte oben mit abgefahren werden, nicht über einen solchen Schütz, sondern die über die oberen Rohwasserentnahmen, die auch ans Mittelbett angebunden sind, und die unteren Rohwasserentnahmen mit Versorgung der Stadt Chemnitz waren unbeeinflusst, während oben die Post abging. Diese Grafik hier aus 2002, Sie sehen das gleiche Bild. Diese Erkenntnis haben wir genutzt und bei Sanierung von Talsperren, siehe Klingenberg, oder auch Rekonstruktion von Talsperren, siehe Seidenbach oder Werder, mit umzusetzen. Fazit: Im Ereignisfall habe ich einen Anstieg der Trübung, ich habe einen Anstieg an organischen Stoffen aus dem Einzugsgebiet, DOC, Färbung, im Volksmund Huminstoffe, ich habe Phosphoreinträge, meine Nitratkonzentrationen gehen zurück, auch Leitfähigkeit, und ich habe auch in Wasserschutzgebieten durch Überlauf von Regen, Überlaufbecken und so weiter natürlich einen gewissen Abwassereinfluss, was ich alles nicht im Rohwasser haben möchte. Jetzt gibt es eine Nachwirkung des Hochwassers, auch auf die Wasserbeschaffenheit. Das geht alles oben rein, es kommt zu vermehrten Algenentwicklungen, es kommt zu Sauerstoffzehrung im tiefen Wasser. Sprich, wenn die anderen schon alle aufräumen, fangen wir erst in der Gütebewirtschaftung richtig an zu arbeiten, haben dann den meisten Stress durch die verstärkten Sauerstoffzehrungen, Eisen und Mangan steigen im tiefen Wasser an und Algen wachsen infolge des veränderten Lichtklimas. Manchmal auch ganz andere Algen. Wir haben in den letzten Jahren Algen gesehen, die wir noch nie gesehen hatten. Also die Biologie sitzt in irgendeiner Nische und wartet, und wenn irgendeine Bedingung sich ändert, dann explodiert die und wir haben plötzlich für die Wasserwerke interessante Effekte. Ja, Vorspänen und Vorbecken haben sich natürlich erneut bewährt. Technische Einrichtungen sind wichtig im oberen Bereich. Wo Alternativversorgungen sind, sollten die auf jeden Fall erhalten werden, beziehungsweise hatten wir hier das Beispiel, Talsperre Lichtenberg konnte über die obere Wirrwasserlaufanstalt und Rauschenbach in Kombination mit den Mengengütebewirtschaftungsmaßnahmen gut Absicherung bieten. Umleitungsmöglichkeiten, Klingenberg hat die vorgestellt, gibt es aber auch in Karlsfeld und an der Talsperre Werder schon von jeher, also an der Talsperre Werder von jeher, Talsperre Karlsfeld neu gebaut, hat sich auch super bewährt jetzt hier bei dem Hochwasser 2013. Und automatische Messstationen unterstützen natürlich Betriebe und Untersuchungsstellen bei der operativen Bewirtschaftung von Talsperren, aber auch die bedeuten eine sehr intensive Wartung und Pflege. So ein Messgeber, der muss geputzt werden, wöchentlich, täglich. Die Werte müssen geprüft werden. Das geht also auch nicht, wie es der Name verspricht, alles nur automatisch. Wie überall, Risiken, Kosten, Nutzen müssen an jeder Anlage gegeneinander abgewogen werden und talsperrenspezifisch aufeinander abgestimmt werden. Ich komme zum zweiten Teil, Ergebnisse Reklam. Erstmal gut zu lesen war, dass sozusagen die technischen Systeme der Trinkwasseraufbereitung, der Trinkwasserverteilung hinsichtlich des Klimawandels bereits in einem hohen Maße robust sind.
Auch hier wird nochmal ausführlich darauf eingegangen, dass wir mit einer ansteigenden Variabilität hinsichtlich Wassermenge und stofflichen Zusammensetzung zu rechnen haben und Anpassungsmaßnahmen in Talsperren-Einzugsgebieten, in den Schutzgebieten von grundlegender Bedeutung daher sind. Unter Ziel 2.12, Maßnahme 2.12.1, Einsatz erosionsmindernder Verfahren zur Bodenbewirtschaftung von Talsperren, können wir ausführen, dass wir zusammen mit den Wasserversorgern die Ausgleichszahlung an die Landwirtschaft für Flächen in Wasserschutzgebieten seit 2002 leisten. Also es wird für die Landwirte ein Ausgleich gezahlt für Anbau von Zwischenfrüchten nach der Haupternte. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, dass die Felder im Herbst und Winter nicht brach liegen. Bodenschonende Bewirtschaftungsmaßnahmen auf besonders ausgewiesenen erosionsgefährdeten Flächen und auch der Ausgleich des Mehrweges durch das Gülleverbot in der Schutzzone 2a. Ja, Maßnahme 2.12.2, Minimierung des Düngemitteleinsatzes im Einzugsgebieten von Talsperren. Ich habe Ihnen mal zwei Talsperren oder zwei Grafiken angefügt, sind vielleicht nicht ganz genau zu lesen. Die linke soll die Nitratentwicklung in den Trinkwassertalsperren, hier Gottleuber, Lehnmühle, Lichtenberg, Seinbach, Dröder und Klingenberg darstellen. Die gingen hoch bis 1990/91 und seitdem kontinuierlich runter. Wir sind in keiner Talsperre, selbst bei intensiver landwirtschaftlicher Nutzung, über 20 Milligramm pro Liter an Nitrat im Talsperrenvolumen gewichteten Mittelwert oft darunter. Was war passiert? Politische Wende, Zusammenbruch der Großvieheinheiten, ich denke mal, das ist so der Hauptpunkt von über 3 GV in landwirtschaftlich intensiv genutzten Einzugsgebieten auf unter 1 GV, also Großvieheinheit pro Hektar. Und natürlich, Dünger wurde noch teurer, sehr kostenintensiv, pflanzenbedarfgerechte Düngung. Die Landwirtschaftsbetriebe wurden umstrukturiert und sagen wir, die positiven Auswirkungen können wir hier in dieser Grafik schön darstellen. Und das Interessante, auch in den Waldeinzugsgebieten gingen die Nitratwerte runter. Das findet man jetzt alles in den Bäumen. Die holen das alles raus und setzen das in dicken Wachstum um. Oder in Früchte, wie wir gehört haben. Maßnahmen zur Anpassung der Mengen- und Gütebewirtschaftung von Talsperren an höhere Wassertemperaturen. Wenn es zu Sauerstoffzehrung im Tiefenwasser kommt, können wir technisch dagegen angehen in Trinkwassertalsperren. Wir führen reines Sauerstoff in das Tiefenwasser ein und können dadurch verhindern, dass Eisen, Mangan und Ammonium ansteigen. Ist eine technische Maßnahme zur Absicherung der Rohwasserbeschaffenheit. Ist keine Sanierungsmaßnahme, sondern eine Symptombehandlung, möchte man an dieser Stelle sagen. Chemische Sedimentstabilisierung wurde vorgeschlagen, gilt sicherlich für Brauchwassertalsperren oder hocheutrophen Gewässern, die einen sehr starken Sedimenteinfluss durch Phosphorrücklösungen haben. Sollte man nicht in Trinkwassertalsperren einsetzen, weil man dann die gesamte Wasserchemie für die Wasserwerke durcheinander bringt. Oder auf jeden Fall sehr stark hier mit dem Wasserversorger zusammenarbeiten. Steuernde Maßnahmen sind klar, Füllstand, Verweilzeit, Entnahmehorizont. Naturnahe Gestaltung der Talsperrenzuläufe wurde genannt. Das ist ein leidiges Thema. Wir sind auf jeden Fall für die Fließgewässer der ersten Ordnung zuständig. Die Zuflüsse zu den Talsperren sind meist zweiter Ordnung, dritter. Also ein dritter gibt es nicht, aber zweite Ordnung oder der Gemeinden. Wir haben versucht, einige Sachen aufzukaufen. Es gibt Positivbeispiele, aber das ist kein Allheilmittel und wir haben noch nicht mal Vorkaufsrecht, selbst in der Schutzzone 1 für den Wald zum Beispiel. Hier wurde gesagt, auch ein Privater kann unter den Auflagen des Wasserschutzgebietes Wald bewirtschaften. Das muss nicht die LTV zusammen mit dem Sachsenforst sein. Also wir können gar nicht alle Flächen kaufen, auch wenn das eine interessante Maßnahme ist. Ja, die integrierte zeitlich dynamische Mengengütebewirtschaftung hatte ich vorgestellt. Sparsamer Umgang mit Brauch- und Trinkwasser, das sei mir noch ein bisschen gestattet auszuführen. Der sparsame Umgang mit der Ressource Trinkwasser hilft grundsätzlich, die Entnahme aus dem Grundwasser sowie aus den Talsperren zu minimieren und schont damit die Ressource insgesamt. Ist richtig, grundsätzlich, aber gilt, sagen wir mal, mehr fürs Grundwasser. Die Wasserversorgung aus Oberflächenwasser in Sachsen ist nicht unbedingt notwendig. Wir haben große Kapazitäten, hier auch Rohwasser bereitzustellen. Und die
Wasserversorgungsabwassersysteme sind auf bestimmte Kapazitäten, nämlich auf die Stoßzeiten ausgelegt. Wassersparen verringert Zuhörer hier aus dem Zweckverband, Wassersparen verringert nicht die Fixkosten, das ist ganz klar. Die Fixkosten sind da, die sind sehr hoch. Und wenn die Verbraucher Wasser sparen, kommen eher andere Probleme dazu durch erhöhte Standzeiten. Also hier ein Appell an alle, den Wasserhahn ordentlich nutzen. Das Wasser kann aus der Leitung getrunken werden. Wir müssen hier in Sachsen nicht sparen, zumindest nicht in den Gebieten mit den Talsperren. Denn in Sachsen ist schon eines der Bundesländer mit dem geringsten Trinkwasserverbrauch. Ich glaube, Dresden 86 Liter, im Bundesdurchschnitt 120 Liter. Ja, mit dieser Folie möchte ich mich verabschieden. Soll auch nochmal veranschaulichen den Spagat, den wir treiben müssen. Das ist eindeutig ein neuer Hitzerekord. Gleichzeitig haben wir durch Starkregenereignisse eventuell überlaufende Talsperren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Ralf Sudpack. Das war ein anregender Vortrag, denke ich, der nochmal ganz neue Aspekte in die Diskussion einbezogen hat. Am meisten hat mich der Vergleich mit dem Phaeton erstaunt, den ich nun in erster Näherung als eindeutig weniger nachhaltig sehen würde als die meisten Talsperrenbauwerke der Landestalsperrenverwaltung. Aber danke für diese wunderbare Komplexität und auch die Vernetzung gerade zu Landnutzung und Landwirtschaft. Auch dieser Vortrag soll selbstverständlich zur Diskussion stehen. Bitte, Maria. Wer hat die Mikrofone? Nein, das geht um die Übersetzer, die hören sonst nichts. Und du gehst bitte wieder ins Mikro, sonst hören die auch nicht. Es war grün. Es ist an, gut. Ja, mein Name ist Maria Voltin vom Bayerischen Landesamt für Umwelt und vielen Dank für Ihren Vortrag. So richtig will es nicht. Sie haben uns sehr schön anschaulich gezeigt, was für Qualitätsprobleme jetzt durch Hochwasser zustande kommen. Aber wie wir in diesem Winter gesehen haben, haben wir auch ein oder könnte auch durchaus ein massives Niedrigwasserproblem auftreten. Können Sie dazu ein paar Worte verlieren, was denn die Herausforderungen auch qualitativ für die Trinkwasserversorgung im Niedrigwasserfall ist? Und vielleicht auch gerne ein paar Worte dazu verlieren, was Sie jetzt zu tun gedenken, angenommen die Niedrigsituation 2014 hält an, also wir bekommen einen verdammt trockenen Sommer. Vielen Dank für die Frage. Ich hatte es auf einer Folie mir handschriftlich vermerkt gehabt, bin nicht drauf eingegangen aufs Niedrigwasser. Wir haben ja über die Extreme gesprochen. Ich glaube, kein Zeitraum kann besser für die Annaberger Klimatage gelten als 2002, dem Trockenjahr 2003 oder auch 2013 und jetzt bislang sehr trockenen Jahr 2014. Nun, das greift direkt in die Talsperrenbewirtschaftung ein, zur Festlegung unseres Betriebsraumes zum Stauziel. Die Talsperren sind generell so jetzt erstmal ausgelegt, dass sie mit dem Hintergrund der ganzen hydrologischen Reihen, die davor liegen, zwei trockene Sommer, also 14, 15, überstehen können. Dann wird es knapp, dann müssen Bereitstellungsstufen ausgerufen werden, vielleicht auch schon vorher. Also wie gesagt, von der Wassermenge her ist das schon in der Bewirtschaftung mit drin. Bei der Festlegung des Stauzieles und auch bei der Erstellung der Bewirtschaftungspläne, die wir machen. Für die Wassergüte ist das natürlich eine ganz andere Sache, Sie haben recht. Also die Temperaturen steigen, wir haben vielleicht mehr koloniebildende Einheiten im Wasser. Ich hatte gezeigt, die Sommerstagnation beginnt eher. Wir müssen also länger von dem tiefen Wasser zehren. Das sind alles Probleme, die dann die Gütebewirtschaftung und dann die Aufbereitung im Wasserwerk treffen. Und mit den Wasserversorgern sind wir sehr eng zusammen. Ich habe ja überhaupt gar keine langfristigen Trends heute dargestellt. Anstieg pH-Werte, Rückgang der Leitfähigkeit und so weiter. Da stehen wir in sehr engem Kontakt mit den Wasserversorgern, die auch eine Frage an uns haben, wo geht es denn hin? Und da muss ich sagen, ohne Menge keine Güte. Sprich, wenn wir wissen, wie die Menge in den nächsten Jahren aussieht oder in diesem Sommer, dann können wir auch Rückschlüsse auf die Güte ziehen. Also summa summarum,
Mengenbewirtschaftungsmäßig sind die Talsperren auf 2 Trockenjahre hintereinander ausgelegt in der Bewirtschaftung, im Bewirtschaftungsplan. Gütemäßig bekommen wir Probleme, die wir zwar mit bestimmten technischen Maßnahmen, ich hätte gesagt Sauerstoffeinleitung, Auswahl des optimalen Entnahmehorizontes in Zusammenarbeit mit den Wasserversorgern dann meistern müssen, ja. Wir haben ja in Reklam relativ lang diskutiert, ob wir auch Bewässerung als einen möglichen zukünftigen Verbraucher einkalkulieren in den Wasserverbrauch, weil klarerweise der Trinkwasserverbrauch kein großes Problem ist und wie Sie vollkommen richtig gesagt haben, Sachsen ohne dies schon am Ende der Skala ist. Spielt denn die mögliche Rückkopplung Landwirtschaft, die ja vor 30 Jahren durchaus einen höheren Bewässerungsanteil hatte, beginnt wieder vermehrt zu bewässern und verbraucht dann Wasser und bezieht diesen Wasservorrat nicht ausschließlich aus dem Grundwasser, was ja auch wieder ein Problem wäre, sondern eventuell aus den Talsperren. Spielt das bei den Überlegungen der LTV eine Rolle? Weil das wäre eine unmittelbare Auswirkung oder eine mittelbare Auswirkung des Klimawandels. Ja, auch dafür. Moment, so. Das ist noch nicht sichtbar. So. Könntet ihr bitte von der Technik mal umschalten auf die. Okay, danke. So, wir sollen das jetzt weiter vorne hinten. Auch dafür vielen Dank. Die Folie habe ich eigentlich weggedrückt, weil Landwirtschaft heute noch gar nicht so das große Thema war und auch von Landwirten ja gar nicht allzu viele dabei sind. Es gibt sehr viele ehemals genutzte landwirtschaftliche kleine Speicher, auch im Bestand der LDV. Die dienen, also im Bestand der LDV, wenn sie vorwiegend dem Hochwasserschutz dienen. Die Unterhaltung, das steht auch in Reklam, die Unterhaltung übernimmt derzeit die LTV, wenn sozusagen hier Hochwasserschutz bewirtschaftet werden kann. Die sind vorhanden und können sicherlich auch dann für die Landwirtschaft genutzt werden. Es gibt darüber hinaus vielleicht kleinere Anlagen, nicht im Bestand der LTV, im Bestand der Gemeinden und Kommunen, über deren Zustand man eventuell, wenn es immer notwendiger wird, zu brauchen, dann natürlich auch hier investive Maßnahmen machen muss, aber wie gesagt, das, was wir im Bestand haben, steht zur Verfügung und wird teilweise auch schon genutzt. Über einen Anstieg jetzt dieser Mengenausgaben aus diesen landwirtschaftlichen Speichern habe ich jetzt aber keine Folie oder auch keinen Hintergrund mehr erstmal erarbeitet.